Als nächstes hat sich der Abgeordnete May für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Wir alle wünschen uns Planbarkeit, wir alle wünschen uns Verlässlichkeit für unsere Schulen. Wir alle wünschen uns, dass so schnell wie möglich so viel Präsenzunterricht für alle stattfinden kann. Aber die Grenze für all das, was wir uns gerne wünschen, nämlich Verlässlichkeit, Stetigkeit und Planbarkeit und so viel Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler, die setzt das Virus. Es ist nicht durch Landtagsbeschluss hinweg zu beschließen, sondern es wird uns noch eine Weile begleiten. Und wir reagieren darauf mit Einschränkungen und Maßnahmen, um einerseits das Recht auf Bildung mit eben dem Infektionsschutz in Einklang zu setzen. Und dabei sehen wir uns Sorgen gegenüber, einerseits von Schülerinnen und Schülern, von Eltern, die Sorge haben, dass durch die Einschränkung des Schulbetriebes wichtige Bildungsziele nicht erreicht werden können. Aber wir sehen auch bei der gleichen Gruppe, bei den Schülerinnen und Schülern und bei den Eltern, die Sorge, dass der Schulunterricht nicht sicher sein könnte, dass sie an der Schule sich anstecken könnten. Und das sind Sorgen und Interessen, die erst einmal konträr gegenüberliegen. Und wir haben den Anspruch und die Aufgabe, diese Sorgen so gut wie es geht zu besänftigen und diese widerlaufenden Interessen miteinander in Ausgleich zu bekommen. Das, was machbar ist, muss gemacht werden. Wir haben dazu eine ganze Reihe von Maßnahmen in den letzten Jahren auf den Weg gebracht. Das ist ein Programm für Lufthygiene, 75 Millionen Euro auf den Weg gebracht worden. Wir haben massiv persönliche Schutzausrüstung beschafft. Wir haben zusätzliche Mittel für Busse bereitgestellt. Wir haben einen Stufenplan schon seit letztem Spätsommer. Der ist heute schon mehrfach zitiert worden. Wir haben im letzten Sommer zusätzliche Förderangebote geschaffen und haben vor, auch jetzt, sobald die Infektionslage sich etwas beruhigt, und dann umso mehr Förderangebote schaffen. Wir haben bereits vor der Pandemie einen Digitalpakt als Land Hessen übererfüllt, indem wir als einziges Land dort auf 500, eben das mit 25% kofinanziert haben, auf 500 Millionen Euro. Und wir haben auch alle drei Annexe zum Digitalpakt übererfüllt, indem wir dort, und zwar dann eben auch ganz originäres Landesgeld, jeweils mit 25% kofinanziert haben, auf jeweils 50 Millionen Euro. All das sind Maßnahmen, mit denen wir der Pandemie entgegensteuern. Aber wir können die Einschränkungen und Folgen der Pandemie nicht ungeschehen machen. So viel muss man auch ganz klar sagen. Und ich sage das auch deswegen, weil heute im Laufe des Nachmittags und auch in dieser Debatte immer wieder der Eindruck versucht wurde zu erwecken, dass, wenn man nur irgendwie energisch genug drangehen würde, dass dann alle Einschränkungen der Pandemie irgendwie sich wegbeschließen lassen würden. Ich glaube, wir sollten so ehrlich zu den Menschen sein, dass diese Einschränkungen, die wir vornehmen müssen, dass die unumgänglich sind und dass wir auch noch eine ganze Zeit lang mit den Einschränkungen leben werden müssen, wenn wir eben die gesundheitliche Situation unter Kontrolle halten wollen. Und wir müssen feststellen, dass wir eine verschärfte Sachlage haben. Wir haben mittlerweile dominierend eine Variante des Coronavirus, die Variante B.1.1.7, die für die eine wichtige Grundvoraussetzung bei der vorherigen Variante nämlich anders behandelt, nämlich dass Kinder und Jugendliche hier durchaus dann auch stärker betroffen sind. Von daher glaube ich, ist eine Position der Vorsicht immer zu wählen, anstatt so zu tun, als ob man per Landtagsbeschluss die Einschränkungen einfach aufgeben könnte. Das ist nicht der Fall, aber dieser Eindruck wird manchmal versucht, hier zu erwecken. Was könnte den Schülerinnen und Schülern helfen? Wir werden weiter in den Bereich Digitalisierung rein investieren. Dort haben wir eine ganze Menge entwickelt. Aber es sind eben auch so Maßnahmen wie
wir im letzten Jahr uns dazu entschieden haben, die Versetzungsregelung auszusetzen, um Druck bei den Schülerinnen und Schülern rauszunehmen. Und es sind eben Förderangebote, die letztendlich dann zusätzlich greifen werden. Auch da gab es im Ausschuss längere Beratungen darüber. Und dort haben wir schon Ihnen deutlich gemacht, was wir alles planen, dass wir die Förderung und dass wir die Förderung der Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall voranbringen wollen. Aber ich glaube, am Ende des Tages wird man auch so ehrlich sein müssen, das, was in einem Jahr Pandemie quasi teilweise nicht im Präsenzunterricht stattgefunden hat, ist nun mal nicht gleichwertig zum normalen Präsenzunterricht. Und von daher werden wir das ein Stück weit auch Zeit geben müssen und sollten den Schülerinnen und Schülern dann auch sagen, dass wir das so sehen, dort ein Stück weit Druck rausnehmen. Und ich glaube, das ist das, was wir erledigen können. Mit dem Corona-Schulgesetz haben wir das geregelt, was zu regeln ist, was notwendig ist, um eben Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen zu machen. Es ist kein Gesetz, was die Folgen der Corona-Pandemie ungeschehen macht. Das hat auch niemand behauptet, sondern es ist ein Werkzeugkatalog, der notwendig ist, um eben so etwas wie Konferenzen auch als Videokonferenz stattfinden zu lassen oder eben die rechtlichen Regelungen hinsichtlich eines Videounterrichtes oder und dergleichen mehr. Darum geht es beim Corona-Schulgesetz. Ich glaube, dass die Regelungen auf jeden Fall es wert wären, dass sie schon heute beschlossen werden könnten. Und ich glaube, dass das, was wir dort machen, den Schulen Rechtssicherheit gibt. Es gab da sicherlich im einen oder anderen noch dann Differenzen. Manche haben uns überrascht. Deswegen ist es auch richtig, dass man da sagt, irgendwie, das ist ein Corona-Schulgesetz, das wird befristet. Und am Ende des Tages schauen wir, was sich davon bewährt hat. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht nicht eine Zeugniskonferenz so ist, dass man sie in Videokonferenzformat machen will, aber dass vielleicht eine Konferenz, die während der Ferien stattfindet, die weniger personenbezogen ist, dann vielleicht auch nach Corona gerne im Videoformat stattfinden kann. Aber das sehen wir alles nach der Pandemie, deswegen haben wir es jetzt befristet. Jetzt noch zum Gesetzentwurf der FDP. Es ist der Versuch, durch möglichst große Unklarheit eine scheinbare Alternative hier darzulegen. Und diese Alternative ist nur eine Scheinalternative, weil der Kernpunkt des Gesetzes wird nicht klar, was Sie da anders machen wollen. Sie wollen einen Schwellenwert, der jetzt auch noch verschärft, quasi altersbezogen sein soll, und haben auch heute wieder einen Anzuhörenden, wie ich finde, nicht richtig wiedergegeben. Deswegen möchte ich das doch noch einmal hier klarstellen. Und zwar hatten Sie herausgepickt, die Daten liegen vor, Herr Promny. Das war aber in Bezug auf eine ganz andere Frage, die der Anzuhörende beantwortet hat. Nämlich, sind Sie der Auffassung, dass Gesundheitsämter in der Lage wären, das Infektionsgeschehen an Schulen unabhängig zu betrachten, auszuwerten, Maßnahmen entsprechend speziell in den Blick auf das Schulwesen zu ergreifen? Ja, dazu äußert sich der Anzuhörende, und das passiert im Übrigen auch. Wenn Sie heute dpa gelesen haben, dann werden Sie festgestellt haben, dass in einem Bezirk in Offenbach nämlich auch gerade jetzt wieder spezielle Maßnahmen ergriffen werden. Das Gleiche ist auch schon im letzten Herbst immer wieder passiert und ist die ganze Zeit möglich. Darum geht es dem Anzuhörenden an dieser Stelle nicht. Und zu Ihrem Schwellenwert sagt er nämlich etwas ganz anderes. Und da sollten Sie wirklich noch einmal sich das genau anschauen. Die Forderung nach den Schwellenwerten sind, sagt er, sind erstmal grundsätzlich sehr nachvollziehbar. Ja, erstmal nachvollziehbar. Gleichwohl bleibt offen, wie man konkret zu diesen Schwellenwerten gelangen soll. Bisher hat in der wissenschaftlichen Community kein Index bzw. Schwellenwert die 7-Tage-Inzidenz zu ersetzen vermocht. Insofern bleibt offen, wie nun konkret im Bundesland Hessen ein neuer Index bzw. Schwellenwert etabliert werden soll. Weiterhin bleibt offen, wie ein solcher Schwellenwert konkret nicht nur für ein Bundesland oder einen Kreis oder eine kreisfreie Stadt, sondern sogar für eine Einzelschulebene etabliert und validiert werden soll. Und das heißt doch ganz deutlich, dass der Anzuhörende von Ihrem Schwellenwert gar nichts heißt. Er findet das im Grundsatz, meinte, das wäre schön, wenn es so etwas gäbe. Aber die gesamte Wissenschaft hat das noch nicht festgestellt, etwas Besseres zu entwickeln als die 7-Tage-Inzidenz. Sie behaupten, es gäbe so etwas, haben aber nichts vorgelegt, wie dieser Schwellenwert sich irgendwie gestalten werden sollte. Von daher stelle ich fest, dass die grundlegende Idee Ihres Gesetzentwurfs nicht trägt. Es ist eine Scheinlösung. Sie versuchen damit auch der Öffentlichkeit den Eindruck zu vermitteln, dass
quasi die Sicherheitsmaßnahmen, die wir an den Schulen machen müssen, nicht notwendig sollen sein. Und von daher ist Ihr Gesetzentwurf abzulehnen, so wie auch der Versuch, eben hier die Ernsthaftigkeit unserer Sicherheitsbestimmungen zu diskreditieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. May. Und für die SPD-Fraktion hat der Abg. Degen jetzt das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es wurde angesprochen, im Grunde heute vor einem Jahr, am 16. März, wurden die Schulen in Hessen geschlossen, damals für alle Schülerinnen und Schüler. Und heute ist es so, dass seit Mitte Dezember wieder oder noch immer für 243.000 Schülerinnen und Schüler die Schulen in Hessen geschlossen sind, meine Damen und Herren. Und das muss sich dringend bald ändern. Das betrifft die Siebtklässler, die Achtklässler und viele Neunzehnt- und Elftklässler, meine Damen und Herren. Und das Versprechen, das der Ministerpräsident hier im Dezember wieder einmal gegeben hat, es werden keine Schulen geschlossen, stimmt so nicht. Denn die Schulen sind geschlossen für diese 243.000 Schülerinnen und Schüler. Und ich will mich zu diesem Jahrestag wirklich ausdrücklich noch einmal bedanken bei allen Eltern, die in diesem Jahr eine große Herausforderung gestemmt haben, nämlich zu Hause arbeiten und unterrichten, die Kinder da unterstützen, bei allen Schülerinnen und Schülern, die auf Freunde, auf Lehrkräfte verzichtet haben, und natürlich bei allen Lehrerinnen und Lehrern und den Schulleitungen, die immer wieder, besonders an den Grundschulen, weil es immer wieder hin und her ging mit Schule auf, Schule zu, Jahrgang so, Jahrgang nein und hin und her, dass da Dinge, die sonst einmal im Jahr gestemmt werden, hier immer wieder gemacht wurden und hier eine riesengroße Leistung vollbracht wurde, meine Damen und Herren. Wir sind noch nicht am Ende der Durststrecke, aber ich hoffe doch sehr, dass das zumindest gewürdigt wird. Meine Damen und Herren, dieses Corona-Schulgesetz II, wie es genannt wurde, wir hätten es gar nicht in diesem Umfang gebraucht, wenn man schon das Corona-Schulgesetz I, wie es damals angemahnt wurde, nicht so früh beschränkt hätte. Weil leider, und das belegt ja wieder das Beten und Hoffen der Landesregierung den ganzen Sommer über, man gehofft hat, dass das Ganze sich von selbst erledigen würde und man eben nicht vorausschauend gedacht hat, meine Damen und Herren. Und das sieht man auch an der Herr Boddenberg, der Antwort auf die Kleine Anfrage hier von mir vom 13. Oktober. Ich glaube, das betrifft nicht nur den Kultusminister, auch Ihren Bereich, weil es geht um Geld. Die wurde heute beantwortet, meine Damen und Herren, nach 5 Monaten. Nach 5 Monaten. Und wissen Sie, da geht es um gar nicht viel. Es geht um Luftfilter. Es geht darum, wie man vielleicht, wie die Landesregierung Luftreinigungsgeräte an Schulen beurteilt, wie man unterstützen kann, dass die vor Ort besser umgesetzt werden, wie auch der Finanzminister das vielleicht auch finanzieren kann. Richtig, aber warum wird es denn heute erst beantwortet? Das ist wieder einmal der Respekt, den Sie dem Parlament hier entgegenbringen. Und ich sage Ihnen einmal die Kernaussage. Es gibt 2 Kernaussagen in dieser Antwort auf die Kleine Anfrage in 3 Seiten, für die man 5 Monate gebraucht hat. Die eine Antwort ist, meine Damen und Herren, Räume, deren Fenster nicht zu öffnen sind, können nicht effektiv gelüftet werden. Jawohl, das stimmt. Und die andere Antwort ist, meine Damen und Herren, wir werden hier immer wieder verwiesen auf die 75 Millionen, übrigens nicht nur für Kita, sondern auch für Kindertagesstätten und nicht nur für Luftreinigungsgeräte, sondern für alles Mögliche. Und damit, das ist immer die Antwort der Landesregierung, was man alles Tolles tut, damit dort Dinge angeschafft werden können. So, jetzt lese ich Ihnen mal noch vor die Antwort auf die Frage Nummer 5, die ich gestellt habe. Was würde eine Ausstattung aller Klassenräume mit Luftfiltern kosten? Könnte man ja sagen, das wissen die vielleicht, weil deswegen haben sie die 75 Millionen berechnet. Die Antwort ist, eine seriöse Kostenschätzung ist mangels einer belastbaren Bedarfsanalyse zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich. Ergänzend wird auf die Vorbemerkung sowie die Antwort verwiesen, meine Damen und Herren. Aha, dafür hat man 5 Monate gebraucht nach einem Jahr Pandemie, meine Damen und Herren. Und was man hier wieder erlebt, ist auch der Grund, warum wir dieses Corona-1-Schulgesetz nicht dem nicht zustimmen werden, meine Damen und Herren. Auch wenn ich sehe, dass da viele Punkte drin sind, die Not tun. Weil in diesem Corona-Schulgesetz wieder einmal die typische Strategie der Landesregierung drin ist. Nämlich zu sagen, wir geben hier vielleicht ein bisschen Geld,
Und wir geben hier einen Stufenplan, in dem wir uns selbst nicht halten. Aber alles Wesentliche muss vor Ort an den Schulen entschieden werden. Die Verantwortung wird wieder von oben nach unten wegdelegiert, auch mit diesem Corona-2-Schulgesetz, meine Damen und Herren. Ich will das am Beispiel belegen, auch in der Änderungsfassung jetzt wieder. Da geht es zum Beispiel um die Frage des Datenschutzes und welche Plattformen eingesetzt werden können. Ich bin ja froh, dass da einiges klargestellt wurde. Aber ein Satz, der hier wieder drinsteht, ist, wenn da geht es um die Frage der Plattformen, ich zitiere, die Zulässigkeit anderer von der Schule verwendeter Anwendungen ist durch die Schule selbst zu prüfen. Jawohl, das mag eine große berufliche Schule hinbekommen, aber wir haben fast 1200 Grundschulen in Hessen, meine Damen und Herren, wo nicht immer die riesenfachliche Expertise da ist. Da würde ich mir schon mehr Unterstützung wünschen, mehr klare Vorgaben, was man verwenden kann und was nicht, als immer wieder auf jede kleine Schule abzuschieben, meine Damen und Herren. Und Gleiches gilt, Herr Schwarz hat es vorhin stolz angeführt, denn eine Kritik in der Anhörung war ja durchaus, dass keineswegs alle zu Hause nach wie vor nicht die Endgeräte haben, die sie brauchen, und nicht die Breitbandanbindung und den WLAN-Anschluss, den sie brauchen zu Hause. Und die Antwort der Landesregierung darauf ist, meine Damen und Herren, dass die Schüler, wenn sie diese Bedingungen zu Hause nicht haben, dass dann die Schüler in Räumlichkeiten der Schule am Distanzunterricht mittels eines Videokonferenzsystems teilnehmen. Das ist schön gedacht, aber es haben doch auch nicht alle Schulen eine Glasfaseranbindung und nicht alle Schulen eine WLAN-Ausleuchtung für alle. Es bricht doch heute schon in vielen Schulen alles zusammen, wenn alle versuchen, gleichzeitig irgendwie eine Videokonferenz zu machen. Und dann sagen Sie jetzt wieder, die Schulen müssen das organisieren. Da schieben Sie wieder einmal, Sie drücken sich wieder vor der Verantwortung, für ordentliche Lehr- und Lernbedingungen zu sorgen und gucken, Schule, ihr müsst das irgendwie lösen, ihr müsst das machen. So kann es nicht gehen, meine Damen und Herren. Deswegen können wir diesem Gesetzentwurf auch nicht zustimmen. Ich freue mich, dass die Entfristungen rausgenommen wurden, dass auf die Anregung auch der Unfallkasse eingegangen wurden. Aber was ja auch immer noch fehlt, ich freue mich auch, dass der Kollege Schwarz jetzt gesagt hat, es wird eine Evolution geben. Darauf, das halten wir fest, denn das finde ich sehr wichtig, dass man hier schaut, was sich auch in dieser Krise möglicherweise bewährt hat und was man auch später weitermachen kann. Aber das bitte in Ruhe und sachlich dann auch evaluieren. Aber was mir fehlt, ist wirklich das, was auch viele Lehrerverbände und nicht nur die GEW fordern, sondern wirklich eine verbindlichen Plan zu machen, wie verbindlich und individuell gefördert werden kann in den nächsten Monaten und Jahren, um die Lücken, die entstanden sind, aufzuarbeiten, das verbindlich und das nicht nur durch irgendwelche Ferienakademien, wo jetzt schon wieder Schulen sagen, Gottes Willen, bitte lass das an mir vorübergehen, wo sich die Kinder anmelden, die ohnehin zu Hause geholfen bekommen. Das kann es nicht sein. Wir brauchen verbindliche und klare Vorgaben, wie individuell gefördert werden kann. Und dazu sagt dieser Gesetzentwurf kein Wort. Ich komme noch einmal zum FDP-Schulgesetzentwurf und warum wir den unterstützen. Es geht nicht darum, dass hier alles auch vorgegeben werden muss, aber es muss einen Rahmen geben. Und wir haben uns ja auch diesen Stufenplan hier erstritten. Kollege Schwarz hat freundlicherweise vorhin noch einmal angesprochen, dass er ja wirklich erst im September hier eingebracht wurde, obwohl die Schule im August losgegangen ist, leider eben schon damals ohne Inzidenzwerte und klare Vorgaben. Und man sieht das am besten Beispiel. Ich habe noch einmal hier nachgeschaut im Plenarprotokoll vom 8. Dezember. Hat der Ministerpräsident angeführt, er war damals gegen Wechselunterricht für die vollen Schulöffnungen nach wie vor und hat angeführt, dass es gäbe ja die Testungen der Lehrerinnen und Lehrer, und dabei ist eine Infektion 167 Fällen aufgetreten, eine Inzidenz von 0,2% positive Fälle bei Lehrerinnen und Lehrern, meine Damen und Herren. Und dann im Februar, als die Schulen geschlossen waren, die Grundschulen langsam wieder öffneten, hat uns der Kultusminister berichtet im Ausschuss, dass die aktuelle Inzidenz, also die aktuelle positive Corona-Fälle bei Lehrkräften gerade mal 0,06% sind, meine Damen und Herren, oder waren. Und man sieht daran einfach, dass es total beliebig ist, wie die Landesregierung gerade mit der Frage Öffnung der Schulen oder Frage, welches Modell zählt des Stufenplans, umgeht. Dass es überhaupt keine klare Grundlage gibt für alle Beteiligten an Schule, warum jetzt welche Stufe ausgerufen wird. Ja? Und da wünschen wir uns doch mehr Verbindlichkeit, die über einen längeren Zeitraum einfach auch gilt, damit die Menschen mehr Planungssicherheit haben und nicht kurz vor der Kommunalwahl anfangen und jetzt erzählen, es soll solche Schulöffnungen geben. Und obwohl es gerade noch anders gesagt wurde, Kollege Promny hat das gesagt, und jetzt sehen wir ja wieder heute, es wird in Absprache mit einigen Landkreisen, ich kann das ja verstehen aufgrund örtlicher Inzidenzen, aber schon wieder zurückgerudert wird. Also es ist doch wirklich nach wie vor ein Hin und Her, und das muss sich endlich ändern. Deswegen erwarten wir, dass klare Regeln hier, Leitplanken, eingezogen werden, meine Damen und Herren.
Und ich glaube auch, das habe ich, Herr Minister, Ihnen schon in der Anhörung gesagt, dass Ihr Haus mit Ihren vielen Mitarbeitern, die jedes Jahr mehr werden, das hinbekommen kann, auch da sich ein paar Gedanken zu machen, wie man solche Leitplanken auch definieren kann. Und ich will zum Schluss noch hinweisen auf unseren Antrag der Sozialdemokraten, in dem wir klar sagen, was unser Ziel ist. Ich will ausdrücklich auch da mal loben, Herr Minister. Ich finde das gut, dass Sie vorhaben, endlich ins Wechselmodell auch für die Siebtklässler und weitere zu gehen. Ich finde es wichtig, dass Sie wenigstens einen Tag die Woche an die Schulen kommen, wenn es vertretbar ist. Das ist ganz klar. Und ich möchte dafür werben, dass auch die Regelungen, die wir haben für die Notbetreuung an den Grundschulen, nicht nur gilt für die Kleinen und für die Intensivklassen, das haben Sie uns gesagt, sondern für alle Härtefälle, wo eben die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dass man hier auch entsprechende Lernarrangements auch bietet und dafür werben, wirklich die Schnelltests einfach auch an Schulen auszubauen, nicht nur für Lehrer, Lehrer, auch für Schüler, und dass wirklich auch möglichst bald alle Lehrkräfte und nicht nur alle Lehrkräfte, alle Menschen, die an Schulen arbeiten, auch geimpft werden, meine Damen und Herren. Gerade die beruflichen Schulen sind rappelvoll aktuell schon. Da, glaube ich, muss man alle gleich behandeln. In diesem Sinne gibt es noch viel zu tun, ein Jahr nach der Pandemie. Und ich glaube, ich weiß, man konnte nicht alles richtig machen, aber man hätte einiges besser machen können. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Degen. Für die Landesregierung hat jetzt der Kultusminister Dr. Lörz das Wort. Frau Präsidentin, meine liebe Kolleginnen und Kollegen, also lieber Herr Kollege Degen, ich muss es doch eine Vorbemerkung machen. Ich bin schon wirklich am Staunen, was die SPD-Fraktion fertigbringt, innerhalb von zwei Debatten an einem Plenarnachmittag für eine 180-Grad-Kehrtwende hinzulegen. Haben Sie eigentlich vorher mal Ihrer Fraktionsvorsitzenden zugehört? Das ist jetzt gerade mal zwei Stunden her. Das war die vorherige Debatte. Leider liegt das Protokoll noch nicht vor. Da hat sie uns erklärt, der Grundfehler dieser Landesregierung, also insbesondere des Kultusministers, sei, dass man die Schulen nicht einfach mal machen lässt. Wir müssten den Schulen Spielräume geben, wir müssten denen Vertrauen schenken, die wüssten sowieso viel besser als wir im Ministerium, was zu machen sei. Und das müsste doch endlich mal sein, wir müssten endlich mal alleine lassen und Spielräume geben. Und zwei Stunden später stellen Sie sich als Generalsekretär und bildungspolitischer Sprecher hier hin und erklären, der Grundfehler der Landesregierung und insbesondere des Kultusministers sei, dass man die Schulen alleine lässt, dass man die Verantwortung abwälzt, dass man keine klaren Vorgaben macht, dass man den Schulen überhaupt irgendetwas zur freien Entscheidung überlässt. Also seien Sie mir nicht böse. Ich freue mich ja über jede Auseinandersetzung mit Ihnen. Und ich bin auch wirklich bereit, mich über alle Argumente auszutauschen. Aber ich brauche doch wenigstens mal eine Linie, mit der ich mich auseinandersetzen kann. Also mit einem Brummkreisel, der sich hier um 380 Grad um den Plenarteller dreht. Damit kann ich keine argumentative Auseinandersetzung führen. Das tut mir leid. Aber kommen wir zu dem Gesetzentwurf, über den wir eigentlich gar nicht so viel Streit haben. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, seit diese Pandemie begonnen hat, und genau heute vor einem Jahr war der erste Tag, an dem die Schulen wegen Corona geschlossen blieben, das ist ja heute schon mehrfach erwähnt worden, ein denkwürdiger Jahrestag, bewegen wir uns permanent in einem Spannungsfeld zwischen den Anforderungen des Gesundheitsschutzes einerseits und dem Bildungsauftrag von Schule und dem Bildungsanspruch der Schülerinnen und Schüler andererseits. Und alle Maßnahmen, die wir in diesen 365 Tagen ergriffen haben, dienen ausschließlich dem Ziel, diese beiden Pole unter den Bedingungen der Pandemie so gut wie möglich miteinander in Einklang zu bringen. Das galt schon für das Corona-1-Gesetz im letzten Jahr, und das gilt auch für den Gesetzentwurf, der heute hier zur Beratung ansteht. Ich habe seine Grundlinien schon in der ersten Lesung herausgearbeitet und will daher auf Wiederholungen an dieser Stelle verzichten. Erlauben Sie mir nur, kurz auf die Ergebnisse der Anhörung einzugehen. Denn die schriftliche Landtagsanhörung zu dem Gesetzentwurf hat in der Tat eine Reihe sehr konstruktiver Rückmeldungen und Anregungen erbracht, denen wir uns nicht verschließen wollen. Und insofern begrüße ich auch den vorliegenden Änderungsantrag. Ich möchte einige wenige Punkte herausgreifen, die zum Teil ja auch schon erwähnt worden sind. Ursprünglich hatte der Gesetzentwurf die Intention verfolgt, im Zuge der zunehmenden Digitalisierung Regelungen, die im ersten Corona-Schulgesetz mit einer Befristung eingeführt wurden, künftig unbefristet weiter gelten zu lassen. Dies betraf in erster Linie Regelungen zu Konferenzen oder Sitzungen von Prüfungsausschüssen, in denen alternativ zum Präsenzmodus digital gestützte Modelle von Besprechungen in Distanz ermöglicht wurden.
Und da haben wir zur Kenntnis genommen, dass sich in der Anhörung gezeigt hat, dass viele Verbände dieser Lösung mit einer gewissen Skepsis begegnen. Und deswegen finde ich es richtig, dass wir davon Abstand nehmen, sie jetzt schon unbefristet einzuführen. Schauen wir uns erst einmal an, auf der Basis eines längeren Zeitraums, wie sich die Verfahren in der Praxis bewähren. Aber in der Zwischenzeit, solange diese Pandemie noch andauert, können Schulen zumindest weiterhin entsprechend den Anforderungen des Infektionsgeschehens darauf zurückgreifen. Ein anderes Beispiel, das wir auch im Ausschuss lange diskutiert haben, betrifft die Regelung der Übertragung von Bild und Ton im Rahmen von Distanzunterricht. Auch hier gab es eine Reihe von Hinweisen, die in dem Änderungsantrag aufgegriffen wurden. So wird der Geltungsrahmen des § 83b des Schulgesetzes deutlich ausgeweitet. Er betrifft jetzt nicht mehr nur den Fall, in dem Schülerinnen und Schüler aufgrund einer Vorerkrankung nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können und daher zum Unterricht zugeschaltet werden. Die Regelung wird vielmehr umfassender und bezieht auch die Fälle mit ein, in denen der Unterricht jetzt in vollständiger räumlicher Trennung von Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern stattfindet, also in der Form des Distanzunterrichts. Aber auch das wird befristet, ebenso wie die Verordnung, die aufgrund dieser gesetzlichen Vorgabe erlassen wird. Und das ist ja das Kennzeichen überhaupt dieser ganzen Corona-2-Novelle. Wir wollen ja keine grundlegenden Veränderungen im Schulsystem damit vornehmen, sondern wir wollen auf die Pandemie reagieren. Wir wollen uns in die Lage versetzen, bis zum Ende des nächsten Schuljahres mit den besonderen Herausforderungen der Pandemie fertig zu werden. Und wenn die Pandemie dann vorbei ist, dann ist der Zeitpunkt auch, liebe Frau Kollegin Kula, wo wir uns zusammensetzen, sicherlich auch wieder in diesem Hohen Hause und überlegen, was ziehen wir daraus für Lehren, die auf Dauer bleiben. Aber im Moment geht es noch um die Bewältigung der Pandemie. Trotzdem, eine Sache, glaube ich, wird auf jeden Fall bleiben, und deswegen bin ich froh, dass sie in diesem Gesetzentwurf entsprechend bereits definiert wird, nämlich die Tatsache, dass auch Distanzunterricht Schulunterricht ist. Das heißt, es handelt sich um einen von Lehrkräften verantworteten und gestalteten Unterricht mit einem pädagogisch und didaktisch gesteuerten interaktiven Unterrichtsgeschehen mit persönlichem Feedback. Und damit wird deutlich der Unterschied etwa zum Homeschooling aufgezeigt, das ja gemeinhin eine Form der privat organisierten Wissensvermittlung in vollständiger Abkehr von der Schule und in Ablehnung schulischer Inhalte bezeichnet, meist im eigenen Elternhaus. Distanzunterricht ist dagegen eine Form des schulischen Lernens und auch eine Form, die nicht in das Belieben der Schülerinnen oder des Schülers gestellt wird, sondern wo eine Teilnahmepflicht analog zum Präsenzunterricht besteht. Ich glaube, meine Damen und Herren, das ist sehr wichtig, das festzuhalten und dass das beispielsweise auch die Bedenken der Unfallkasse aufgreift und klarstellt, dass damit der organisatorische Verantwortungsbereich der Schule entsprechend erweitert wird und damit natürlich auch der Versicherungsschutz greift. Das haben wir auch im Ausschuss schon herausgearbeitet. Also Sie sehen, lieber Herr Kollege Promny, wir bekennen uns sehr wohl zu dieser Ausdehnung der Unterrichtsdefinition. Und ich will vielleicht noch einen Punkt aus dem Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen ansprechen, zu den Bedenken, die in einer Reihe von Stellungnahmen erhoben wurden, die aber gar nicht direkt den vorliegenden Gesetzentwurf betreffen. Das ist die Frage der möglichen Aufhebung oder Modifikation der Versetzungsregeln. Die ist etwa vom Interessenverband der Hessischen Schulleitungen und auch vom Philologenverband vorgetragen worden. Und hier möchte ich einfach nur noch einmal zur Klarstellung betonen, dass es sich um eine Option handelt. Und zwar eine Option zum Erlass einer Verordnungsregelung, die zudem nur dann zum Tragen kommt, wenn das Infektionsgeschehen dies gebietet. Insofern gelten nach wie vor die bekannten Versetzungsregeln, aber ich versichere Ihnen, wenn ich als Minister von dieser Option Gebrauch machen muss, dann werde ich das mit Umsicht und Augenmaß tun und auf jeden Fall auch die Hinweise und Erwägungen der Verbände, die uns jetzt vorliegen, in die Ausgestaltung einer solchen Verordnungsregel einbeziehen. Aber auch dafür ist es jetzt nicht der Zeitpunkt, das bereits abschließend festzulegen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend zu dem Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen Folgendes sagen. Ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg sind, adäquat auf die Herausforderungen der Pandemie zu reagieren. Soweit irgend möglich folgen wir der Prämisse, dass keine Schülerinnen und kein Schüler aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens Nachteile in der eigenen Schullaufbahn erleiden sollen. Das ist das Oberziel all unseres Handelns in dieser Pandemie, meine Damen und Herren. Es gilt auch für unseren Stufenplan, der unter der Maxime entstanden ist. Das habe ich in diesem Hohen Hause schon bei vielen Gelegenheiten betont, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern so viel Unterricht in Präsenz wie möglich und infektiologisch vertretbar anbieten wollen. Und deswegen freut es mich natürlich sehr, das habe ich schon das letzte Mal bei der ersten Lesung gesagt, dass sich die Fraktion der Freien Demokraten in ihrem Gesetzentwurf, den wir hier mitberaten, diesen Stufenplan mehr oder weniger unverändert zu eigen gemacht hat. Dieser Stufenplan ist zusammen mit Fachleuten aus der schulischen Praxis sowie Vertreterinnen und Vertretern der Verbände entstanden. Er bietet einen verlässlichen Orientierungsrahmen für Schulen. Er hat sich über den Winter bewährt. Und das betonen unter anderem auch in der Anhörung etwa der Interessenverband der Hessischen Schulleitungen oder auch die Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände.
Gleichwohl, und das ist ja bei dem vorliegenden Gesetzentwurf die Gretchenfrage, ist die Koppelung der Stufen an feste Inzidenz oder sonstige Schwellenwerte nur auf dem Papier ein schöner Gedanke. Meine Damen und Herren, abgesehen davon, dass der Gesetzentwurf ja auch keine Vorgaben oder zumindest Richtwerte macht, ab welchen Inzidenzwerten die Ausrufung einer bestimmten Stufe angedacht werden sollte, haben wir doch in den letzten Wochen bei den verschiedenen Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin gesehen, dass es einfach keinen einheitlichen Konsens, und zwar weder in der Wissenschaft noch in der Politik gibt, ab welchen Inzidenzwerten Lockerungen bzw. bestimmte Formen von Unterricht sinnvoll sein könnten. Jedenfalls gibt es keinen Konsens, der eine Halbwertszeit von mehr als ein paar Wochen hätte. Und deswegen müsste, und das sieht der Gesetzentwurf ja auch vor, ständig eine Anpassung dieser Werte an die neuen wissenschaftlichen Bewertungen vorgenommen werden. Aber, meine Damen und Herren, das schafft doch keine Planbarkeit, wenn der Verordnungsgeber im 2-, 4-, 6-Wochen-Rhythmus die Stufen an neue Inzidenzgrenzwerte koppelt. Lieber Kollege Promny, ich habe ja Verständnis dafür, das ist das Oppositionsgeschäft, das Sie herausstellen müssen. Wenn sich das Virus nicht an die Anweisungen der Landesregierung halten will, dann ist das selbstverständlich ausschließlich die Schuld der Landesregierung. Aber wir müssen auch umgekehrt darauf hinweisen, die Illusion der Planbarkeit, die Sie immer wieder beschwören, die Illusion der Planbarkeit in einer solchen Pandemie ist eben auch eine Illusion. Und ich glaube, sehr, sehr viel von den Enttäuschungen und der Frustration, die da draußen herrschen, entstehen aus der Tatsache, dass den Menschen ständig irgendwelche Illusionen vorgegaukelt werden, wenn sie dann nicht eintreten, was nur zu Enttäuschungen führen kann. Und deswegen muss man auch mal klar benennen, was eine Illusion ist und was einfach eine realistische Abwägung ist, mit der wir ja Schritt für Schritt und auf Sicht aber irgendwann dieser Pandemie auch Herr werden. Und das haben die Sachverständigen in der Anhörung auch gezeigt. Ich zitiere jetzt einfach nur mal stellvertretend Professor Berner, der auch klargestellt hat, das Infektionsgeschehen an Schulen sei im Kontext der epidemiologischen Gesamtlage zu sehen und die Koppelung der Stufe an feste Inzidenzwerten sei abzuraten. Ja, er hat auch gesagt, ich habe das sehr wohl gelesen, bis auf Weiteres sollte man das als Richtwert nehmen, weil man einfach nichts Besseres hat. Genau das tun wir auch, meine Damen und Herren, in all unseren Abwägungen als Richtwert zur Orientierung. Deswegen haben wir beispielsweise auch einen Orientierungswert ausgegeben für diesen Öffnungsschritt, den wir ab dem 22. März geben wollen. Da müssen wir jetzt auch sehen, wie wir damit umgehen. Aber ein Orientierungs- oder Richtwert ist eben etwas anderes als ein gesetzlich festgelegter harter Automatismus, von dem Sie träumen und der an dieser Stelle eigentlich nur an der einen oder anderen Richtung an die Wand führen kann. Herr Staatsminister Lotz, da Sie ja gesagt hatten, Sie wollen zum Schluss kommen, hatte ich Sie nicht auf die Redezeit hingewiesen, würde ich jetzt tun. Präsidentin, dann will ich wirklich nur noch zwei Sätze zum Abschluss sagen. Die grundsätzliche Forderung nach Planungssicherheit ist ja völlig nachvollziehbar. Aber, wie ich schon sagte, das auf diese Weise erwirken zu wollen, ist einfach eine Illusion. Und mit diesem Schlusswort, glaube ich, ist alles auch gesagt, was zu dem Gesetzentwurf der FDP zu sagen ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister Dr. Lorz. Für eine zweite Runde hat sich der Abgeordnete Degen von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Kultusminister Lorz, meine Interpretation ist, Sie zeigen mir nur, wie richtig ich liege, so vehement, wie Sie reagiert haben, gleich zu Beginn Ihrer Rede. Denn so ein Schwarz-Weiß-Denken gibt es, glaube ich, nicht oder sollte es nicht geben, was Selbstverantwortung von Schulen angeht. Ich will Ihnen das deutlich machen. Ich habe hier angeführt, Herr Kultusminister, dass ich es nicht für redlich halte, all das, wo Sie genau wissen, dass es Probleme vor Ort gibt, wo Sie wissen, dass das, was Sie in Ihre Gesetze und Verordnungen schreiben, gar nicht umsetzbar ist vor Ort, dass Sie das nach unten abschieben an die Schulen. Das habe ich Ihnen vorgeworfen. Aber ich habe nicht gesagt, dass Sie grundsätzlich den Schulen mehr Freiräume geben sollen. Ja, ich habe das festgemacht am Beispiel, welche Lernplattformen vor Ort eingesetzt werden sollen, dass Sie das einfach mal sagen, das sollen die Schulen entscheiden. Ich habe das festgemacht am Beispiel, dass, wenn die Eltern zu Hause keine guten Rahmenbedingungen haben, einfach mal die Schulen das jetzt alles organisieren müssen, ohne dass sie denen sagen, wie und Unterstützung geben, dass sie einfach sagen, die müssen das jetzt leisten. Das habe ich kritisiert. Aber wo ich vollkommen, und was Frau Faeser heute gemeint hat, ist doch, dass sie da, wo Schulen kreativ sind, wo die Ideen haben, ich mache das mal am Beispiel fest, was wir erst jetzt im Anfang des Jahres hatten, als ihr ganzes Modell, ihr Stufenplan, den sie ja nicht
pro Schule gemacht haben, sondern immer wieder pro Jahrgänge. So am Beispiel eines, ich nehme ein Gymnasium, 5., 6. Klasse Wechselmodell, gleichzeitig Betreuungsgarantie, 7., 8., 9., 10., 11. zu Hause. Distanzunterrichtlehrer müssen von eigentlich in der Schule oder von zu Hause, wie auch immer, unterrichten, manchmal abwechselnd, dass sie hin und her müssen. Und dann Q2 und 13 ja wieder voller Präsenzunterricht, nicht mal halbiert. Also drei Modelle einer Schule. Da haben manche Schulen gesagt, das schaffen wir so nicht. Das ist zu viel. Wir laufen ja amok. Wir haben ja nicht mehr an der Schule die Möglichkeit, die Schüler zu Hause zu unterrichten. Wir haben eine Klasse 1 bis 2 oder Stunde 1 bis 2 Distanzunterricht, dann 3, 4 Präsenzunterricht. Das geht so nicht. Und da haben die Schulen gesagt, wir würden gerne hier von der Regelung, die eigentlich sogar drinsteht im Stufenplan, Gebrauch machen und auch manche mehr komplett in Distanzunterricht versetzen, weil wir glauben, dass es geht. Und da haben ihre Schulämter gesagt, nein, das lassen wir nicht zu. Und ein anderes Beispiel. Schon nach den Sommerferien haben Schulen gesagt, das ist uns mit den Reiserückkehrern zu gefährlich. Wir wollen gerne mit Schulkonferenzbeschluss eine zweiwöchige Maskenpflicht einführen. Da haben wir uns im Ausschuss schon drüber gestritten, weil sie es nicht wahrhaben wollten, dass ihre Schulämter das sogar legitimiert haben vor Ort, um es dann zurückzuziehen. Ja? Da waren Ideen und sie haben es alles zurückgenommen, haben den Schulen eben nicht diese Freiheiten gegeben, die notwendig gewesen wären, meine Damen und Herren. Und genauso verhält es sich doch mit dem Stufenmodell. Wie lange haben Sie sich und der Ministerpräsident selbst gegen das Wechselmodell gesperrt, noch in der Telefonkonferenz im Oktober mit den Landräten, und haben verhindert, dass vor Ort gute Konzepte kreativ umgesetzt werden? Das habe ich gemeint mit Sie lassen denen keine Freiräume. Oder was hat Frau Faeser gemeint mit da müssen Sie mehr Freiräume geben, weil da gibt es kreative Lösungen und Ansätze. Aber bitte nicht so billig sich dann hier hinstellen und sagen, die SPD ist dagegen, dass die Schulen Freiräume haben. Im Gegenteil, wir wissen, dass da viele tolle Ideen sind und die muss man auch wirklich machen lassen, aber nicht immer nur da, wo es nicht passt, die Verantwortung nach unten abschieben. Das habe ich vorhin gemeint, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Abg. Degen. Und für die CDU-Fraktion hat sich der Abg. Schwarz zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin etwas überrascht, dass wir jetzt noch einmal so Fahrt hier in die Debatte reinbekommen. Aber ein paar Dinge kann man natürlich so nicht stehen lassen. Und Herr Kollege Degen, das will ich Ihnen auch jetzt hier noch einmal deutlich machen. Sie müssen sich dann schon einmal entscheiden. Und die Art und Weise, wie Sie hier vorgetragen haben und sich verteidigt haben, scheint ganz offensichtlich ein Beleg dafür zu sein, dass Sie sich rechtfertigen müssen dafür, dass Sie genau das Gegenteil dessen vorgetragen haben, was heute Ihre Fraktionsvorsitzende in der ersten Runde bei der Regierungserklärung dargelegt hat. Der Minister hat das eben gerade sehr dezidiert herausgearbeitet. Das ist die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung, ich habe sehr genau zugehört, und bis Sie begonnen haben zu klatschen beim Kollegen Degen, haben Sie festgestellt, ja eigentlich, was muss ich jetzt eigentlich machen? Also müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber das wird wahrscheinlich in der Debatte dann in der SPD-Fraktion intern sein. Zweite Bemerkung, egal was die regierungstragende Fraktion, egal was die Landesregierung auf den Weg bringt, es ist natürlich das Geschäft der Opposition, das zu kritisieren. Aber wenn man dann konkret wird und dann nicht hören will, was gerade mal falsch ist, sondern was denn konzeptionell und im gesamten Guss richtig wäre und was dort gemacht wird, wo Sie in anderen Ländern Verantwortung tragen, dann kommt relativ wenig. Dritte Bemerkung. Ich hätte auch sagen können, kommt gar nichts, aber dann brauchen Sie auch nicht mehr, um Mann auf Mann zu sagen. Dritte Bemerkung. Würde dann schon großen Wert darauf legen, dass gelegentlich einmal kotiert wird, was wir, und damit meine ich die Landesregierung und wir als Haushaltsgesetzgeber, an Mitteln für die Schulen und zur Unterstützung der Schulträger und direkt fürs operative Geschäft zur Verfügung stellen. Ich bin dem Kollegen May sehr dankbar dafür, dass er das eben noch einmal herausgearbeitet hat, nicht nur konzeptionell, was den Stufenplan betrifft, nicht nur konzeptionell, was Hygienekonzepte betrifft, sondern auch operativ mit Masken, mit Hygieneschutz, mit
jeder Menge Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich der Digitalisierung oder natürlich auch bei den Schulträgern 75 Millionen €, die bereitgestellt werden für weitere Hygienemaßnahmen, individuell abrufbar, auch gestaltbar, so wie man es vor Ort braucht bei den Schulträgern, weil wir wissen, die sind relativ unterschiedlich in der jeweiligen Art und Weise, welche Prioritäten gesetzt werden auf gute Schulbauten. Das muss an der Stelle auch einmal gesagt werden. Und insofern, Herr Kollege Degen, bei aller Wertschätzung, das war ein Schuss in den Ofen. Die zweite Runde Ihrerseits eine sehr offensichtliche Verteidigung, der Versuch, etwas zu retten, was nach Ihrer Rede nicht mehr zu retten war. Das wollte ich nur noch einmal klarstellen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Schwarz. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich hatte vorhin verstanden, dass die AfD-Fraktion dritte Lesung beantragt hat. Ich wollte noch einmal nachfragen. Das ist so? Gut, dann werden wir den Gesetzentwurf der Fraktion von CDU und Bündnis 90 Die Grünen, bitte ein bisschen mehr Ruhe. Mit der Drucksachennummer 20-5294 und Drucksache 20-4904 zur weiteren Beratung in den KPA überweisen, der dann eine halbe Stunde nach Ende des Plenums tagt, zusammen mit dem Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen mit der Drucksache 20-5334. Der Tagesordnungspunkt 9 hatte niemand dritte Lesung beantragt? Oder Freie Demokraten? Stimmen wir dann heute Abend ab? Gut, alles klar. Der Tagesordnungspunkt 48, Antrag der Fraktion Die Linke, wird in den KPA überwiesen. Tagesordnungspunkt 54, Antrag der SPD, auch in den KPA. Und 90, Antrag der Freien Demokraten, auch in den KPA. Gut, dann stimmen wir heute Abend nur über den Gesetzentwurf und den Änderungsantrag der Freien Demokraten ab.